Und auch diese Woche gibt es wieder einen neuen Handelsroboter und dieses Mal einen ganz besonderen, weil wir haben wieder ein Live-Signal. Er ist noch nicht sehr lange aktiv, aber die Backtests sind sehr, sehr gut und stimmen größtenteils mit dem Live-Signal überein. Das sind ja immer Kriterien, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video bei forexsignale.trade, deinem YouTube-Kanal für Forex-Handelsroboter. Hier lasse ich den ganzen schon mal ein bisschen live im Backtest arbeiten, damit man schon mal sieht, wo steigt der ein, wo steigt der aus, wie funktioniert das Ganze. Wir haben hier einen EA, der ohne Martingale arbeitet, aber mit Grid. Das heißt, maximal eine weitere Position eröffnet. Das war es aber, was ich so in den Backtests gesehen habe, muss ich dazu sagen. Und auch im Live-Signal hat er, glaube ich, nur einmal irgendwie eine Position nochmal eröffnen müssen. Im Backtest kam es eben vor, dass er maximal zwei Positionen eröffnet hat. Und wenn die dann im Verlust waren, hat er diesen Verlust auch eben akzeptiert und hat ihn eben weitergerechnet. Das wirst du auch gleich noch auf dem Chart sehen. Da zeige ich dir das Ganze. Ich habe auch hier wieder festgestellt, dass er in anderen Währungen sehr, sehr gut ist. Also, wenn dich das auch wieder interessiert, das Thema, schreib es mir in die Kommentare, das ist für dich wichtig, das ist für den YouTube-Algorithmus wichtig, für meinen Kanal ist das wichtig, aber eben wie gesagt auch für dich, weil das eben YouTube erkennt, dass solche Videos dich interessieren, dass du Geld verdienen willst und dementsprechend werden dir ähnliche Videos immer wieder angezeigt. Also wie gesagt, tu es nicht für mich, tu es für dich, tu es für YouTube und damit starten wir jetzt eben entsprechend los. Ich habe hier noch keine großen Faxen angestellt bezüglich Optimierung etc. Das heißt, ich bin hier wirklich in den Standardeinstellungen unterwegs und das wirklich sehr, sehr gute Ergebnis kommt wirklich nur durch die normalen Standardeinstellungen. Auch hier, wenn du schon gleich schreibst, von wegen, die Währung würde dich interessieren, würde ich vielleicht nochmal einen Backtest machen mit optimierten Settings. Aber das dauert alles sehr, sehr lange. Und hier habe ich, wie gesagt, bis 2020 zurückgetestet. Und da wirst du gleich sehen, wirklich, was für ein fantastisches Ergebnis bei geringem Drawdown, sodass man sagen könnte, es ist vielleicht sogar für Prop Trading geeignet. Ich bin momentan nicht mehr so ein Fan von Prop Trading, nachdem The Funded Trader zum Beispiel neu gestartet wurde, sagen wir es mal so, bin ich da ein bisschen skeptischer, was das alles angeht, bin da nicht mehr so aktiv, was das angeht. Ich habe natürlich auch noch zwei, drei Prop-Trading-Konten, aber immer mit dem Vorbehalt, es kann halt morgen auch alles wieder vorbei sein. Man hat es bei The Funded Trader entsprechend gesehen. So, ich mache das Ganze mal hier ein bisschen auf Pause, damit man mal sieht, wo hier ungefähr die Einstiege sind. Man kann nicht hundertprozentig sagen, wie die Einstiege sind, denn der Entwickler selber sagt, er benutzt 8 Indikatoren plus Price Action. Ja, das heißt, wenn in bestimmten Momenten viel los ist, viel Bewegung los ist, dann steigt er ein, inklusive, wenn eben die Indikatoren getriggert sind. So kann es eben tatsächlich sein, so wie hier. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Abwärtstrend gehabt und was macht er? Er geht in Trendrichtung Short und macht hiermit seinen Gewinn. Genauso gut kann es sein, dass wir hier so im leichten Aufwärtstrend sind und er auch wieder Short geht. Ja, also man kann nicht sagen, er macht immer mit dem Trend oder gegen den Trend, weil ich habe auch vorher schon andere Ergebnisse gesehen, wo man eben nicht hundertprozentig sagen kann, ist er jetzt trendfolgend oder ist er kontratrend. Es scheint hier tatsächlich darum zu gehen, die Indikatoren entsprechend zu nutzen. Hier zum Beispiel haben wir genau das Gegenteil. Ja, wir haben ja einen Abwärtstrend im Endeffekt, geht eine Long-Position ein und schließt er dann eben auch entsprechend mit Gewinn. Also man kann nicht hundertprozentig sagen, ist es trendfolgend oder gegen den Trend. Von daher ist es ganz interessant, einfach sich die Backtests mal anzuschauen. So, und hier haben wir das Ergebnis. Ich habe hier von 2020 zurückgetestet, weil wir da eben auch Corona unter anderem mit drin hatten und du siehst wirklich, hier sind ab und zu mal eben Verluste eben dabei, aber im Großen und Ganzen sieht das wirklich aus wie einer Linie gezogen, wie einer Schnur gezogen und auch die Drawdowns sind sehr, sehr niedrig, also extrem niedrig. Ich hätte das Ergebnis verdreifachen können, aber dazu kommen wir gleich und es wäre ein viel, viel besseres Ergebnis bei vernünftigen und akzeptablen Drawdown dabei gewesen. Ich wollte es auf die ehrliche Tour und habe euch eben das entsprechend so mitgebracht. Hier sieht man eben auch die Equity-Kurve, das heißt die Drawdowns sind hier mal ein bisschen größer, aber trotzdem noch sehr, sehr gering und da kommen wir jetzt zu. Wir haben ja nach 3 Jahren und einem Vierteljahr, also 3 Vierteljahren, 23.000 Gewinn gemacht. Das heißt eine Verdreifachung des Kontos. Und jetzt kommt es, das bei einem Rückgang von maximal 3%. Ja, also 2,99% war der höchste Rückgang des Kontostandes. Und das ist wirklich phänomenal. Wie gesagt, ich hätte es verdreifachen können. Dann wären wir bei über 70.000 gewesen und bei einem Rückgang von 10%. Ich habe gedacht, ich mache es so, zeige dir, dass es vielleicht auch für Prop Trading geeignet ist. Und wie gesagt, man kann wirklich nur begeistert sein. Ich zeige dir das Ganze jetzt auch nochmal im Live-Signal. Und zwar, das haben wir hier. Und du siehst, wir sind hier bei 17%, allerdings auch erst im April gestartet. Und der Golden Buzzer ist tatsächlich auch erst im April erschienen. Von daher muss man sagen, kann man natürlich noch keine hundertprozentige Einschätzung machen. Aber gleich kommt ein sehr, sehr wichtiger Indikator, warum das eben doch ganz gut sein kann. Also als erstes, wie gesagt, der Verlust, den wir jetzt hier haben im Mai, der ist noch nicht mit drin. Also er muss innerhalb der letzten 24 Stunden gewesen sein. Wir haben ja ein RoboForex Pro-Konto. Ja, das empfehle ich auch. Das kann man auch sehr, sehr gut nehmen. Und wenn du dich über mich anmeldest, bekommst du sogar noch 25% Cashback täglich. Also er selber scheint das Ganze ohne Cashback zu nutzen, weil sonst würden hier jeden Tag nochmal Rabatte bzw. Cashback-Aktionen draufstehen. Also wie gesagt, über mich bekommst du 25% auf Gebühren und auf den Spread. Alles, was du dazu tun musst, ein Konto über meinen Link anmelden,
dieses Konto dann auch nutzen und dann kommst du sogar noch kostenlos in meinen Premium-Bereich. Also wie gesagt, wir sehen hier, im Mai waren es jetzt 5% Verlust. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal kein Aushängeschild, aber das zeigt eben auch die Ehrlichkeit dieses EAs, eben dass er nicht weiter in den Verlust mit Grid und so weiter und so fort geht. Was ich zum Thema Backtest und Live-Signal noch sagen muss, ist ganz einfach, dass alle Trades, die er hier angegeben hat, auch 1:1 im Backtest so waren. Ja, also das heißt, man kann davon ausgehen, dass die realistische Backtests haben. Allerdings hatte er im Backtest auch noch mehr Trades drin. Ja, das heißt, nicht alle Trades, die im Backtest waren, waren auch hier drin. Das kann daran liegen, dass er vielleicht doch noch leicht andere Einstellungen hat, was wieder dafür spricht, vielleicht nochmal einen Backtest zu machen mit optimierten Einstellungen. Deswegen sage ich immer, erst Backtesten, dann Demo laufen lassen, mehrere Wochen, Monate und drittens dann erst im Echtgeld einsetzen. Ja, ihr habt Zeit, es ist euer Geld. Überleg dir, wie lange du dafür gearbeitet hast, um das Geld zu verdienen. Und dementsprechend lass dir auch entsprechend Zeit, um es dann auch zu riskieren und dann vielleicht hoffentlich Gewinne zu machen. Und wie heißt der EA nun? Er heißt Golden Buzzer, läuft im Stundenchart auf Gold und kostet 250 US-Dollar. Ich habe den Entwickler angeschrieben, ob er nicht interessiert wäre, vielleicht einen Rabatt zu geben für meine Zuschauer etc. Er war sehr, sehr interessiert daran, allerdings nicht für den Golden Buzzer, sondern für einen anderen EA. Und ich sollte auch lieber ein Video darüber machen. Ehrlich gesagt entscheide ich selber darüber, welche Videos ich mache und mich hat eben der Golden Buzzer erstmal interessiert. In der Zukunft kann es aber dennoch sein, dass ich auch einen anderen EA von ihm vorstelle. Aber dazu muss ich erstmal selber nochmal backtesten etc. Also, du kannst ihn gerne anschreiben, kannst fragen, Mensch, du hast das Video von mir gesehen, wolltest fragen, ob es möglich wäre, vielleicht einen kleinen Rabatt oder irgendwie etwas in der Richtung zu bekommen. Also, frag einfach nach, damit er auch sieht, Interesse besteht. Es kommen viele Leute von meinem YouTube-Kanal und sie sind eben interessiert daran, vielleicht einen kleinen Rabatt zu bekommen. Und vielleicht gibt es in Zukunft dann eben Rabatte dann für andere EAs, die gut sind, die von ihm sind. Also deswegen könnt ihr da auch ein bisschen mithelfen, damit auch du in Zukunft vielleicht weiterhin entweder ein Gewinnspiel bekommst oder dass du eben entsprechend mehr Rabatte bekommst. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in die Einstellung, damit du eben auch siehst, was man da so machen kann. Also man kann nicht viel einstellen. Hier kann man eben einstellen, ob man ein festes Lot nutzen möchte oder ob man einen prozentualen Wert nutzen möchte. Ja, das heißt 1,0 heißt dann 1% Risiko vom Konto und dementsprechend stellt er es ein, weil er eben auch festes Stop-Loss schon hinterlegt hat. Hier stellst du dann eben ein, wenn du hier oben 0 einstellst, stellst du eben ein, wie groß die Lotgröße entsprechend sein soll. Wenn du einen Suffix oder einen Prefix hast, was bei RoboForex eben nicht der Fall ist, dann kannst du das eben hier bei der Währung mit angeben. Magic Number ist klar. Hier kannst du einstellen, dass er wirklich nur ein Trade machen soll, also dass du nicht nochmal einen zusätzlichen Trade eröffnest, dann müsstest du das auf True setzen. Den Kommentar kannst du einstellen und dann kannst du eben sagen, ob du die Indikatoren und Oszillatoren, 8 Stück sind es eben an der Zahl, nutzen möchtest oder eben entsprechend nicht. Wie viele du entsprechend nutzen möchtest und auf welchem Zeitrahmen er läuft. Also wie gesagt, ich habe hier noch nichts großartig backgetestet und neu getestet. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, Video liken, abonnieren, mit Glocke und kommentieren, dass dich das interessiert, dann würde ich mich nochmal ransetzen, würde nochmal vielleicht wesentlich besser rausfinden, aber mit dem Ergebnis bei den Standard-Settings bin ich schon sehr, sehr zufrieden und sollte für die meisten eben auch entsprechend reichen. Das war's für diese Woche schon. Das ging sehr, sehr schnell, ich weiß. Ich habe noch eine Playlist verlinkt. Verlinke ich dir hier oben eine Playlist darüber, über andere Gold-Handelsroboter, habe ich ja schon einige getestet und da sind auch wirklich super interessante Handelsroboter dabei, schau es dir an und YouTube zeigt dir jetzt noch ein Video, was du noch nicht gesehen hast und was für dich aber super interessant ist, weil YouTube weiß ja, was du für Sehgewohnheiten hast. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche, vergiss nicht zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken.